Vielleicht mal anzünden. Nicht aufhören. Sieh mal das? Ja? Was das sein könnte? Mit ganz viel Fantasie ist es, wow, ein Kartenspiel. Und ich würde gerne ein Kartenkunststück vorführen. Vielleicht einfach mal eine Karte ziehen. Irgendeine. Ja? Und diese Karte signieren. Das heißt, ich habe hier dabei einen Stift und ich würde mal bitten, die Karte riesengroß auf der Bildseite, das ist die Seite gegenüber von der Rückseite, nein, ich drehe mich kurz weg, riesengroß auf der Bildseite unterschreiben. So groß, dass es jeder hier sehen kann. Jeder gesehen, es ist eine Spielkarte, die wurde gezogen. Spielkarte ist mit einem wasserfesten Stift unterschrieben worden. Somit ist die Karte ein weltweites Unikat. Das heißt, die Karte gibt es nur ein einziges Mal mit dieser Art und Weise, wie sie unterschrieben worden ist. Ein ganz kurzer Stopp, bitte. Stopp. Die Karte kommt wieder zurück auf den Stapel. Perfekt. Meine Arbeit liegt darin, die Karte wieder zu finden. Ein schlechter Zauberer würde ein paar Mal abheben und die Karte würde sich am Schluss wieder dort befinden, wo sie hingehört, nämlich ganz oben im Spiel. Schlechter Zauberer. Ein etwas besser Zauberer, bitte mal die Hand ausstrecken, ganz flach, würde so arbeiten, dass er die falsche Karte in die Hand legt, einmal schnippt und sie würde sich in der Hand in die richtige verwandeln. Bei dem dritten Mal würde das so aussehen, vielleicht mal beide Hände ausstrecken, ganz flach, ja? Zusammengeben zu einer Art mobiler Tisch. Die Karte würde dann in die Hand gehen, der ganze Stapel darauf und die Karte wäre am Schluss wieder dort, wo sie hingehört, nämlich ganz oben im Spiel. Zur Kontrolle natürlich nicht unten. Würde ich das Ganze mit Fingerfertigkeit lösen, würde das noch etwas anders aussehen. Ich würde die Karte nehmen, sie umdrehen, jeder würde sehen, wo sie ins Spiel hineinkommt. Wie, wann und sie wäre weg. Sie wäre nicht mehr unten, sie wäre nicht mehr oben. Wie man sie wieder erscheinen lässt, ist reine Stilfrage. Die schlechten Zauberer würden das mit langen Ärmeln machen, aber ich mag das ganz gern, wenn jeder sieht, was passiert, aber keiner sieht, wie es passiert. Und zu guter Letzt ist mein Ziel, dass jeder so gut unterhalten ist, dass die Leute klatschen, jubeln, staunen, schreien und durchdrehen. Und das schaffe ich nur mit den letzten drei Effekten. Skeptisch? Ja. Effekt Nummer 1. Die Karte kommt ins Spiel. Ich schnippe und die Karte ist wieder ganz oben. Nummer 2. Die Karte kommt unter den Stift. Bitte streck mal meine Hand aus. Die zweite Hand gibst du flächendeckend drauf. Deine zweite. Okay. Ja. Und auch hier mal die Hand darunter. Die zweite Hand darauf. Die Karte verschwindet dann von hier und erscheint wieder ganz oben im Spiel. Zieh sie mal raus, Achtung. Und damit Leute klatschen, jubeln, staunen und noch nicht, noch nicht und schreien, muss ich etwas machen, wo jedes Zuschauerhirn sagt, das geht nicht. Das wäre zum Beispiel, wenn ich behaupten würde, ich schaffe es, die Karten aus der Hand verschwinden zu lassen. Unmöglich, weil man sie spürt. Unmöglich, weil man sie sieht. Aber auf drei verschwinden alle Spielkarten. Eins, zwei, alle weg. Weg? Nein. Wärst du beeindruckt, wenn die Karten weg wären? Ja. Würdest du klatschen und jubeln? Ja. Würdet ihr alle klatschen und jubeln? Ja. Würdet ihr oben klatschen und jubeln, wenn alle Karten verschwinden würden? Ihr habt genau geschaut. Dann wünsche ich viel Spaß beim Klatschen, Jubeln und Staunen. Danke vielmals!